Hey Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Es ist endlich wieder soweit. Die Formel 1 ist am Wochenende in Österreich. Der große Grand Prix von Österreich steht an. Und ja, ich persönlich liebe den Red Bull Ring über alles und bin deswegen mit meinem neuen alten Partner, wow, eine Runde über den Red Bull Ring gefahren auf meinem Simulator. Und ja, falls ihr jetzt sagt, ja, ich würde am Wochenende gerne die Formel 1 sehen, dann klickt mal auf den Link in meiner Beschreibung und da könnt ihr easy die Angebote von wow finden. Die perfekte Runde um den Red Bull Ring. Ich bin mit dem 4 Formel 3 auf der FH-Stock 2 Software gefahren, um natürlich die perfekte Runde zu haben, muss man immer die letzte Kurve gut vorbereiten bzw. einen guten Exit haben auf Startziel. Da sind wir auch schon bei der ersten DRS-Zone am Red Bull Ring. Die erste Kurve kommst du im 6. Gang an im Formel 3, schaltest in den 3. Gang runter. Es ist extrem wichtig, da einen guten Exit zu haben, weil diese lange Gerade folgt, die auch wieder bergauf geht. Ist natürlich auch wieder eine DRS-Zone und wir kennen alle die Überholmanöver für Turn 3, für die Spitzkehre, wo du bei ca. 100 Meter bremst, im 6. Gang ankommst, den 1. Gang runterschaltest. Und dann ja dieses perfekte Bergpanorama von Red Bull Ring siehst, auch natürlich die 3. DRS-Zone hier. Dann kommen wir zur nächsten Kurve, Rechtskurve, die bergab geht, bedeutet du hast immer Untersteuern, kommst im 5. Gang an, schaltest im 2. Gang runter. Und dieser Apex-Curve hilft dir extrem gut, um das Auto zu rotieren, wenn du Untersteuern hast. Dann kommen wir auch schon zur relativ schnellen Passage am Red Bull Ring, die 2 Linkskurven, beide im 4. Gang. Es ist super wichtig, die gesamte Strecke zu nutzen, am Eingang sowie auch am Ausgang. Und ja, es im echten Leben machen die Kurven extrem viel Spaß. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten 2 Kurven am Red Bull Ring, die 2 Rechtskurven. Die erste Kurve fährst du im 5. Gang, der Innenkörper, den Apex-Körper kannst du sogar mitnehmen. Am Ausgang wird immer Track Limit kontrolliert und dann sind wir auch schon in der letzten Kurve, wo ich Track Limits nicht ganz respektiert habe. Ist im 4. Gang, kannst super viel Schwung mitnehmen und das war dann auch schon eine Runde um den Red Bull Ring. Das war meine Runde am Red Bull Ring. Und ja, falls ihr jetzt sagt, ja, ich will das Wochenende der Formel 1 gerne mitverfolgen und auch die gesamte restliche Saison dabei sein, dann klickt mal auf den Link in meiner Beschreibung. Dort gibt es wirklich mega gute Angebote bei wow. Und ja, wow hieß mal Sky Ticket. Und sie haben immer noch das Beste an Live-Sport zum Streamen und eben nicht nur den Motorsport. Von daher einfach anklicken, buchen und schon könnt ihr loslegen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Formel 1 schauen am Wochenende.